In Shadow of the Tomb Raider löst Lara Croft von Hass überwältigt die Apokalypse aus. Nur damit ihr Erzfeind, die geheime Organisation Trinity, ein altes Maya-Artefakt nicht in die Hände bekommt. Aber wieso eigentlich? Wieso ist Lara so sauer, dass sie das mögliche Ende der Menschheit in Kauf nimmt, nur um Trinity zu ärgern? Für alle, die nicht mehr ganz genau wissen, was die Gruppe der Menschheit im Allgemeinen und Lara im Besonderen angetan hat, haben wir für euch zusammengefasst, wie die Feindschaft zwischen Lara und Trinity entstanden ist. Spoiler-Alarm! Trinity hat angefangen. Um den Ursprung der Fehde zu verstehen, müssen wir auch an Laras Ursprung. Ganz an den Anfang, als ihr Leben noch unberührt von Trinity scheint. Lara wächst als kleines Mädchen in einem reichen englischen Adelshaus auf, Croft Manor. Zwar stirbt ihre Mutter schon sehr früh, doch ihr Vater gibt sich alle Mühe, ihr Leben so schön wie möglich zu machen. Und die kleine Miss Croft hat eine wunderschöne Kindheit voller Entdeckungen, Schatzsuchen und Liebe. Oh, have you? Well, there's no one I'd rather have by my side. But this business, it's too dangerous. Doch dann wird ihr Vater urplötzlich in den Medien diskreditiert und nimmt sich daraufhin das Leben. Lara bleibt nur noch Anna, die neue Frau ihres Vaters, doch auch die kann das Loch in Laras Herz nicht stopfen, das der Tod von ihren Eltern verursacht hatte. It's time. Jonas waiting. Anna. You said another Croft doesn't have to die for this. What did you mean by that? Anna kann auch die Fragen nicht beantworten, die Lara seit dem Tod ihres Vaters plagen. Warum hat sich Lord Croft umgebracht? Was hat ihn in seinen letzten Tagen beschäftigt? Und könnte sein letztes Projekt damit zu tun haben? Ein paar Jahre später, zur Zeit von Tomb Raider, ist Lara 21 und in die Fußstapfen ihres Vaters getreten. Mit einer archäologischen Expedition ist sie auf dem Weg, die sagenumwobene Insel Yamatai zu finden, auf der laut japanischer Legenden die Sonnenkönigin Himiko residieren soll. Zusammen mit einer Crew aus Freunden und Kollegen kommen sie der Insel nahe. Durch einen Sturm läuft das Schiff jedoch auf Grund und die Gruppe wird getrennt. Lara rettet sich auf die Insel und trifft dort auf einen Mann namens Matthias. Der stellt sich jedoch als Führer der Sekte Solari heraus, die Laras Freundin Sam nutzen wollen, um Himiko wieder auferstehen zu lassen. Während Lara auf der Suche nach Sam die ganze Insel auseinandernimmt, stößt die Archäologin zum vermeintlich ersten Mal auf die Spuren der Organisation Trinity. Anscheinend hat die Gruppe im Zweiten Weltkrieg alles dafür getan, um die Insel und das Geheimnis von Himiko von den Achsenmächten geheim zu halten. In der Nachkriegszeit schickten sie einen weiteren Späher, der das Geheimnis für die Gruppe stehlen sollte. Dieser wurde allerdings von den Oni, den Beschützern der Insel, getötet. Da nicht mehr über Trinity herauskommt und Lara dank einer wütenden Geisterversion von Himiko ganz andere Probleme hat, rückt die Gruppe erstmal in den Hintergrund. Bis Lara, während sie ihre Freunde von der Insel rettet, mitbekommt, dass Trinity mit einem Haufen Söldnern in einem Abwasch die gesamte Bevölkerung der Insel samt Kultmitgliedern beseitigen will. Nur um ihre Existenz zu verschleiern. What happened up there? In ihrem nächsten Abenteuer Rise of the Tomb Raider hat Lara Trinity deswegen nicht vergessen. Trinity Lara aber auch nicht. Während die Archäologin einem alten Projekt ihres Vaters, der göttlichen Quelle, nachforscht, versucht ein Attentäter der Organisation, Lara zu töten und stiehlt ihre Notizen. Lara nimmt das als Bestätigung, auf der richtigen Spur zu sein und macht sich mit ihrem besten Freund Jonah auf nach Sibirien. Dort will sie vor Trinity die mysteriöse Stadt Kitesh finden, in der die Quelle versteckt sein soll. In Sibirien erfährt Lara nach und nach mehr über Trinity. Den Orden gibt es seit Jahrhunderten, mindestens seit 978 vor Christus, und er versucht seitdem, die Geschicke der Menschheit zu leiten. Sie werden mit der katholischen Kirche assoziiert und große Teile der Finanzierung des Kitesh-Projektes kamen aus dem Vatikan. Auch die Mitglieder sind streng gläubig bis fanatisch, weswegen sie es sich zur Aufgabe gemacht haben, Überbleibsel anderer Kulturen auszuradieren und nur die Relikte zu behalten, die übernatürliche Kräfte versprechen. Die ersten Aufzeichnungen des Ordens künden beispielsweise von der Suche Trinitys nach einem Propheten, der im damaligen byzantinischen Königreich angebliche Wunder vollbrachte. Auf der Jagd tötete der Orden fast alle Gläubigen um den Propheten, der Mann selbst entwischte ihn jedoch und galt als verschollen. Zumindest so lange, bis Croft Senior die Spur des Propheten in Syrien wieder aufnahm. I don't give a damn about my reputation. Der Orden versuchte daraufhin, den Forscher öffentlich zu diskreditieren, doch Croft gab nicht auf. Darum entschloss sich Trinity, ihn zu töten und alles wie einen Selbstmord aussehen zu lassen. Und das ist noch nicht alles. Wie Lara herausfindet, war es ausgerechnet Anna, die ihn hätte umbringen sollen. Sie ist nämlich Teil des Ordens, genau wie ihr Bruder Konstantin, der für Trinity die Kitesh-Mission leitet.
Lara erkennt, dass einer der wichtigsten Menschen ihrer Kindheit sie betrogen hat, ihr Vater umgebracht wurde und alles, was bis jetzt in ihrem Leben an Mist passiert ist, eigentlich Trinitys Schuld war. Zu einem klärenden Gespräch oder auch nur mehr Informationen von Anna kommt es jedoch nicht, denn bevor die irgendwas sagen kann, wird sie von einem Sniper ihrer eigenen Organisation geschossen. Lara wird aus einem ungeklärten Grund am Leben gelassen, was ihren Zorn auf die Organisation natürlich nicht schmälert. Obwohl sie die Quelle des unendlichen Lebens zerstört, sieht sie ihre Fehde mit Trinity nicht beendet. Zum einen hat sie immer noch nicht herausgefunden, wer ihren Vater getötet hat. Zum anderen weiß sie jetzt, dass der Orden so lange weitermorden wird, wie es übernatürliche Artefakte in der Welt gibt. Und als wäre das nicht genug, wird Sam, Laras Freundin aus Teil 1, im Comic zwischen den Spielen nochmals von Trinity entführt. Die haben nämlich herausgefunden, dass ein Teil der Sonnenkönigin Himiko noch in Sam steckt und wollen diese mit allen Mitteln in die Finger bekommen. Nachdem die Quelle des Lebens zerstört ist, scheint Sam die einzige Möglichkeit auf göttliche Kraft zu sein. Lara kann sie zwar retten, doch Sam ist danach einfach nicht mehr die gleiche. I know that it's hard to believe. Ihr seht also, als Lara sich in Shadow of the Tomb Raider aufmacht, um Trinity ein Schnippchen zu schlagen, hat sie ordentlich Wut im Bauch. Kein Wunder, dass sie nicht einmal nachdenkt, bevor sie das Artefakt aus der Höhle nimmt und es damit außer Reichweite von Trinity bringt. Dummerweise löst sie damit eben die Apokalypse aus. Wie sie das wieder hinbiegt, ob Dr. Dominguez, den sie in Cozumel trifft, wirklich der Chef von Trinity ist und ob irgendjemand Laras brennende Frage nach dem Mörder ihres Vaters beantworten kann, erfahrt ihr in Shadow of the Tomb Raider.